Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Niki Löwenstein und Holger Potje, jede Woche abwechselnd im Gespräch mit inspirierenden Menschen. Welche Rolle spielt ein bewusster Lifestyle für Sie? Woraus schöpfen Sie Kraft? Über Ernährung, Bewegung, Bewusstsein und Erholung. Wie finden Sie die richtige Balance im Leben? Woran sind Sie gescheitert? Und wie sind Sie wieder aufgestanden? Wie gelingt Ihnen das? Was für Sie persönlich ein gutes Leben ausmacht. Carpe Diem, der Podcast zum Carpe Diem Magazin. Heute mit der Dermatologin Kerstin Ortlechner. Dieser Podcast wird präsentiert von Rauch Juice Bar. Kennst du schon die neuen Juice & Oat Säfte? Hier wird das Beste aus zwei Welten vereint. Direkt gepresster Fruchtsaft, verfeinert mit 25% Haferdrink. Die Produkte gibt es in drei fruchtig frischen Sorten im Kühlregal zu entdecken. Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Carpe Diem. Wir wollen uns ja alle wohl in unserer Haut fühlen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Die Haut, die ist ja Zeugin unseres Lebensstils. Sie ist unser Schutzschild gegen das, was von außen so auf uns prallt. Stichwort UV-Strahlen, Umweltverschmutzung, Keime. Und die Haut verbindet unser Inneres mit der Welt um uns herum. Diese Folge geht tatsächlich hautnah, hoffe ich zumindest. Denn jetzt, wo sich Sommer und Sonne langsam bereit machen, möchte ich herausfinden, wie wir unsere Haut gesund und auch schön halten können. Und dazu habe ich Platz genommen in der prachtvollen Ordination einer ausgewiesenen Expertin, und zwar Dermatologin Dr. Kerstin Ortlechner. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst, bevor deine Patientinnen kommen. Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, dass ich dich da begrüßen darf in dieser normalen Ordination. Naja, die ist schon sehr schön. Sie ist auch sehr groß. Die Räume sind wahnsinnig hoch. Also falls es ein bisschen hallen sollte, das liegt daran, dass wir wirklich hier sehr, sehr viel Platz haben. Und ich sitze dir gegenüber und habe mir was überlegt, als ich zu dir gekommen bin. Und zwar habe ich mich fertig gemacht. Und normalerweise, wenn ich zu einem Interview gehe, schminke ich mich, wenn auch nur ein bisschen dezent. Aber doch, das gehört irgendwie dazu, wie zum Anziehen, dass ich mich richtig fertig mache für meinen Arbeitseinsatz. Und bei dir habe ich mir gedacht, na, ich ziehe blank, ich bleibe nackt. Wunderschön. Bin vollkommen ungeschminkt. Ich habe mir ein bisschen Sonnencreme noch aufgetragen. Ein Antioxidant habe ich mir aufgetragen. Aber ansonsten, und es fühlt sich wirklich ein bisschen nackig an. Es ist arg. Ja, wobei, ich habe das eh schon gesagt, wenn ich so wunderschöne Haut habe, ich glaube, ich würde täglich nackt, unter Anführungszeichen, durch die Gegend laufen. Also du bist sehr lieb, aber natürlich ehrlich, komme auch ich mit Rötungen, mit Poren, mit irgendwelchen Unreinheiten, so wie das halt ist, weil so war es noch nie anders. Ich würde sagen menschlich, oder? Absolut menschlich, das gehört dazu. Eben diesen Perfektionismus ein bisschen beiseite zu legen, dass es einfach völlig normal ist, dass eine Haut Poren hat, dass man Rötungen hat, dass man irgendwo eine Unreinheit auftritt oder ein gewisser Pigmentfleck ist völlig natürlich, völlig normal. Was würdest du denn sagen, wie sieht denn eine schöne und gesunde Haut aus? Wie würdest du das beschreiben? Eine schöne und gesunde Haut ist ja, also eine gesunde Haut impliziert ja auch, dass sie schön ist, finde ich immer. Also wenn man eine gesunde Haut strahlt, man das bis zu einem gewissen Grad auch aus. Und es ist schon eine gewisse Ebenmäßigkeit. Eben wie gesagt, so kleine Flaws hat jeder. Also da sollte man sie davon irgendwie trennen, dass sie wirklich makellos perfekt sein sollte. Dieses klassische Filtergesicht, diese Filterhaut, von dem viele träumen, das sollte man eben wie gesagt verneinen, weil es einfach nicht menschlich ist. Meine neunjährige Tochter sagt immer, Plastikhaut. Die Plastikhaut, ja, oder die Porzellanhaut, so dieses übertriebene, glänzende, perfekte, makellose. Aber für mich eine schöne Haut ist, wenn sie im großen Gesamten einfach strahlt. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und wenn da vereinzelt kleine Unreinheiten oder mal Pore ist, wenn sie strahlt an sich oder der Mensch strahlt, dann ist das eine schöne Haut. Da sind wir schnell wieder beim Inneren. Ja, genau. Wie bist du denn eigentlich zur Dermatologie gekommen, als du Medizin studiert hast? Wann hast du so deine Leidenschaft für die Haut entdeckt? Sehr, sehr spät eigentlich. Das war am Anfang aufgewachsen am Land, so richtiger Tomboy, wollte eigentlich immer Chirurgie machen. Also das war so mein absolut großer Traum. Unfallchirurgie, habe lange auf der Unfallchirurgie gearbeitet, war einige Zeit auch auf der Herzchirurgie, auf der plastischen Chirurgie. Und habe aber gesehen, dass
mir manchmal so dieser, erstens dieser direkte Bezug zu dem Patienten fehlt. Also im Chirurgischen ist man halt dann wirklich relativ oder fast immer nur im Operationssaal, wo die Patienten meist schon schlafen. Und dass mir dieser direkte Bezug fehlt und dass man überhaupt einfach so wahnsinnig viel assoziieren und mitteilen kann und kommunizieren kann. Und deshalb so wahnsinnig spannend gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Haut, wir wissen ja alle, das größte Organ, und es ist wirklich das, wo oft Kommunikation schon beginnt, ohne irgendein Wort zu sagen. Und eben mit diesem ganzen, was dann noch dazugehört zur Haut, sei es jetzt eben in Richtung Schönheit oder auch eben Erkrankungen, habe ich wahnsinnig spannend gefunden. Von dem her bin ich dann bei der Haut gelandet. Es ist fast manchmal ein bisschen fies, oder? Wenn es einem eh nicht so gut geht, und eigentlich möchte man sich von der Außenwelt vielleicht ein bisschen abschotten, man möchte nicht zu viel kommunizieren, und dann verrät diese Haut aber irgendwie alles gleich. Ja. Warum ist denn diese Verbindung so eng? Ja, erstens ist etwas, was ständig präsent ist, also gewisse andere Körperteile, Areale kann man relativ gut verdecken, aber die Haut, vor allem die Gesichtshaut, ist wirklich was, wirklich 24/7 präsent ist. Und von dem her kommuniziert man, glaube ich, wahnsinnig viel über die Haut. Und einfach, wie du richtig sagst, es ist, da gibt's ja eine extrem coole Studie vom Dr. Karl Grammer vom Ludwig-Boltzmann-Institut. Die haben eine Studie gemacht, wo wirklich bewiesen worden ist, dass man alleine vom Hauterscheinungsbild erstens ganz viel wahrnimmt, ob es jetzt Alter ist, ob es Gesundheit ist, ob es Schönheit ist, und eben auch beim Alter plus, minus, und jetzt kommt 20 Jahre Unterschied sieht. Also wenn jetzt hausnummer eine Patientin 50 Jahre alt ist und sie nur sehr schöne, gute Haut hat, nimmt man die viel, viel jünger wahr, als wie eine Patientin, die wirklich so Solarelastose hat, gegerbte Haut hat, viele Falten, Pigmentflecken, dieses Gräuliche, was relativ oft bei älteren Patienten kommt, dann die werden dann als viel, viel älter eingestuft. Und das ist halt genau der Punkt, was so spannend macht, die Haut. Die Haut ist der Spiegel der Seele, stimmst du dem zu, ja, diesem Sprichwort? Ja, definitiv. Es gibt überhaupt viele Sprichwörter, gell, mit der Haut. Man muss sich eine dicke Haut zulegen. Genau. Also, dünne Haut haben, ja. Es ist wirklich, wie du richtig sagst, es kommt nicht von irgendwo, dass so ganz viele Sprichwörter in diesem Bereich gibt mit Haut. Und Haut ist definitiv Spiegel der Seele. Also das sieht man bei Patienten, wenn die bei der Tür reinkommen, weiß ich eigentlich in der ersten Sekunde, ob es ihnen gut geht oder ob es vielleicht gerade nicht so gut läuft im Leben, wie auch immer, ob es jetzt sei es Erkrankungen sind oder auch private Sachen sind, das assoziiert sofort die Haut. Also, oder spiegelt vor allem die Haut, wie du sagst, der Spiegel. Auch eben auch der ganze generelle Gesundheitszustand, Darmgesundheit zum Beispiel. Also gerade Darmgesundheit ist was man sofort im Bereich der Haut sieht, ob das alles intakt ist oder ob es da vielleicht das ein oder andere Problem gibt. Genauso wie Hormone. Hormone ist ein Riesenthema. Hormone und Haut sind wahnsinnig eng verbunden. Oh ja, hier sitzen zwei Frauen, die wissen das. Es geht gar nicht anders, oder? Ja. Typische Pickel vor, während, nach der Regel, wann auch immer sie kommen. Genau. Du hast jetzt schon den Einfluss der Umwelt auf unsere Haut angeschnitten. Welche Umwelteinflüsse beeindrucken unsere Haut denn wirklich im Sinne von, die hinterlassen etwas? Hoch, Siri meldet sich. Die hat hier nicht mitzusprechen. So, Handy lege ich weiter weg. Du hast eben angesprochen, diese Umwelteinflüsse, und da muss ich einfach ganz klar sagen, alle. Also das ist wirklich egal, ob es die UV-Belastung gibt oder dieses Handy, was gerade mit uns gesprochen hat, dieses Blue Light, was von den ganzen Digital Devices abgeleitet wird, ob es die Umweltverschmutzung ist, ob es eben auch endogene Faktoren sind, die hier zu diesen klassischen Faktoren, Umweltfaktoren dazuziehen, hormonelle Faktoren, Stressfaktoren, wenn das das Stresshormon vermehrt ausgeschieden wird, dass das in der Haut auch widerspiegelt. Also alles beeinflusst die Haut. L'Oréal hat es gut zusammengefasst unter dem Begriff Exposom. Also Exposom sind sämtliche exogene und endogene Faktoren, die auf die Haut tagtäglich 24/7 einprallen und die Haut eben dann verändern. Entweder, dass es wirklich bis dorthin geht, dass sie die Haut schädigen, aber auch zumindest
bis zu einem gewissen Grad verändern. Also die Hautstruktur, dass sie die Hautzellen angreifen, dass sie das Kollagen angreifen, dass sie Hyaluronproduktion angreifen, dass zu DNA-Schädigungen kommt. Also Exposom hat eine große Macht auf unsere Haut, leider. Wenn wir an unseren Lebensstil denken, das ist das, was wir selber beeinflussen können, weil die Umweltfaktoren, auf die haben wir halt oft leider keinen Einfluss. Mhm. Aber wenn ich dran denke, wann gehe ich schlafen, was esse ich, wie viel trinke ich, rauche ich, das kann ich beeinflussen. Ja. Was macht das? Also da kann ich extrem viel beeinflussen. Man weiß, Hautalterungsfaktoren oder auch für die Hautgesundheit, die Faktoren, die wirklich an oberster Stelle stehen, ist UV-Licht, es ist Nikotinambusus und generell dieser ganze Lifestyle, also wie viel, wie du richtig sagst, schlafe ich, wie viel trinke ich, wie ernähre ich mich. Das sind alles Faktoren, die wahnsinnig wichtig sind. Bezüglich diesen exogenen Faktoren, die kann jetzt die Ursache per se kann ich nicht beeinflussen, aber was ich machen kann, ist, dass ich mich gegen diese exogenen Faktoren schütze. Also da kann ich dann schon einen gewissen Einfluss drauf ausüben, dass ich sage, okay, gegen so UV-Licht verwende ich täglichen Lichtschutzfaktor, gegen Blaulicht verwende ich Blaulichtfilter und so weiter, Antioxidantien zum Beispiel. Also Antioxidantien ist wirklich was, mit dem man sie gegenüber all diesen Einflüssen sehr, sehr gut schützen kann. Und deshalb auch in jede tägliche Hautpflege rein soll antioxidativ, sei es jetzt durch die Ernährung, aber eben auch durch ein Serum, das man auf die Haut auftragen kann. Darüber sprechen wir natürlich noch ganz ausführlich, aber Ernährung hast du gerade angeschnitten und da muss ich unbedingt fragen, stimmt es, dass Schokolade Pickel macht? Nein. Urban Legend. Nein, ist widerlegt worden. Gibt es große angelegte Studien, evidenzbasiert, große wissenschaftliche Bereiche, die gezeigt haben, dass die Schokolade an sich keine Pickel verursacht, aber natürlich der Ernährungsstil. Und da gibt es zwei Faktoren, die Hautunreinheiten sehr stark beeinflussen. Das ist einerseits Kuhmilch und Sojamilch. Da hat man in einer großen Studie nachgewiesen, dass das dementsprechend eine Enzymkaskade aktiviert, die dann zu einer vermehrten Talgproduktion führt. Vermehrte Talgproduktion führt wiederum zu unreiner Haut, zu Akne. Also Kuhmilch, aber auch eben Sojamilch. Und der zweite Faktor ist eben das mit alles, was mit sehr hohen glykämischen Index hat. Das heißt Junkfood, Fastfood, ganz viel Süßigkeiten, ganz viel blande Kohlenhydrate und so weiter. Aber natürlich auch hier, wie überall, und Leute, die mich kennen, wissen es, dass ich immer predige, dass man so diesen gesunden Mittelweg wählen soll. Also auch ich, also als Dermatologin, leidenschaftlich gern Süßigkeiten, ist einmal Pizza oder wenn es wirklich ist, einmal vielleicht auch ein Burger und so weiter. Aber eben dieses große Ganze macht es aus. Wenn ich einen gesunden Mittelweg finde und mich meistens gesund ernähre, ausgewogen ernähre, dann hat das keinen Einfluss auf die Haut. Weil dann bekommt ja auch die Seele wieder eine kleine Süßigkeit, ja, wieder ein kleines Goodie, ja, und dann ist ja wieder das innere, ja, Strahlen, gell, wichtig, genau, für die Haut. Genau. So ist der Kreislauf. Bei der Pflege, gibt's da so Do's and Don'ts, wo du sagst, boah, bitte davon lieber die Hände weg und das aber auf alle Fälle in diese Routine mit einbauen? Mhm. Sehr, sehr viele Do's, wie wir schon angesprochen haben, tägliche Lichtschutzfaktor, tägliche Antioxidantien, ausführliche, gute Reinigung, sowohl in der Früh als auch abends, ist ganz entscheidend. Warum viele, in der Früh? Ne, viele Patienten, die sagen, nein, in der Früh brauche ich mich eh nicht reinigen, ich habe mich eh am Abend gewaschen. Der Punkt ist aber das, und das Entscheidende, wenn ihr das jetzt sagt, dann wird sie ab jetzt hoffentlich jede in der Früh auch reinigen, dass das Haut das größte Entgiftungsorgan auch von unserem Körper ist. Das heißt, wir entgiften wahnsinnig viel über die Haut, dass ganz viel Entschlackungsstoffe, Giftstoffe, Talg wird über die Haut ausgeschieden, vor allem über die Gesichtshaut eben auch. Und das ist eben mit Wasser nicht wasserlöslich. Das heißt, ich brauche ein Reinigungsmittel, dass diese ganzen Giftstoffe, Talg und so weiter, dass das alles ausreichend gereinigt wird und runtergeht. Und der nächste Faktor ist das, man wascht erstens nicht jeden Tag den Kopfpolster und zweitens auch nicht jeden Tag wahrscheinlich die Haare. Das heißt, wenn ich in diesem Kopfpolster drinnen liege und dann zuerst dort, wenn man die Haare gehabt hat und man bewegt sie ja in der Nacht, dann liegt man vielleicht dann dort mit dem Gesicht drinnen, wo vorher die Haare waren. Die Haare nehmen dementsprechende, wie wir schon gehört haben, Umweltbelastungen und Luftverschmutzungen auf und das gibt man dann auch an die Haut wieder ab. Also Reinigung in der Früh, absolut das Must. Dann sind wir bei den Punkten eben Lichtschutzfaktor, Antioxidantien, Reinigung. Und die Don'ts sind halt die Klassiker, keine zu massive UV-Belastung, kein massives Sonnenbaden, kein Nikotinabusus, kein negativer, schlechter Lifestyle, also mit zu viel Junkfood, mit, wenn es geht, Stress reduzieren. Stress ist wirklich was
echt entscheidend ist und uns Kollagen wahnsinnig reduziert, wenn man zu viel Stress hat. Also die Klassiker, die man immer hört und die immer gepredigt werden, das sind absolute Don'ts. Und die so schwierig sind manchmal, weil Stressreduktion. Aber wie? Nicht so leicht, genau. Wenn du sagst Reinigung, braucht man so Bürstchen oder reichen da die Hände, die man am Körper hat? Auch hier wiederum, wenn mich Leute kennen, wissen, dass ich kein Fan von diesen Reinigungsbürsten und Reinigungstools bin, weil die Hände an sich absolut ausreichen, weil bei diesen Reinigungstools immer dieser negative Effekt ist, dass man die wirklich nicht zu 100% reinigen kann. Man kann sie gut abwaschen, man kann sie lufttrocknen, wie viele immer beschreiben, aber so diese wirklich 100%ige gründliche Reinigung ist nicht gegeben und von dem her bin ich kein Fan von diesen Reinigungstools. Das heißt, da können dann irgendwelche Sachen wachsen zwischen den Borsten und sich Keime ansiedeln. Genau, vor allem zwischen den Borsten. Dann ist man zum Teil schon umgestiegen auf so Gumminoppen und so weiter, die anscheinend besser zu reinigen sind. Aber wir haben da einige durchgetestet und die sind leider alle durchgefallen. Gibt es eigentlich ein zu viel an Pflege? Also kann man es auch übertreiben? Definitiv. Sieht man, früher hat man das ganz klassisch bezeichnet als Syrdes-Erkrankung. Also ich spiele an auf die periorale Dermatitis. Warum Syrdes-Erkrankung? Weil die früher eben, erstens haben die immer top aussehen müssen, also die müssen dementsprechend pflegen und viel Make-up und so weiter auftragen müssen. Mittlerweile nennt man es oft Influencer, Model, Blogger-Erkrankung, weil die sehr, sehr viele Produkte zu testen bekommen, sehr viele kosmetische Produkte zu testen bekommen und dann oft es unter Anführungszeichen übertreiben und viel zu viel auftragen oder viel zu unterschiedliche Produkte auftragen. Und dann kann es definitiv eben zu einer sogenannten Überpflege kommen oder ich bezeichne es auch sehr gerne als so eine Art Skin Burnout, also wo die Haut einmal sagt, so jetzt ist mir echt genug von allem, ich weiß gar nicht mehr, soll ich jetzt selber nur Talg produzieren oder brauche ich eh nichts mehr selber machen, weil du mir eh jeden Tag 100.000 Schichten auftragst. Also eine Überpflege gibt es definitiv, muss man aufpassen. So das Gegenteil von der Überpflege ist so der ein oder andere Mann, würde ich behaupten, den ich zumindest kenne, die dann gerne mal sagen, gar nichts außer Wasser kommt an meine Haut. Wie altert oder verändert sich denn die Haut bei denen im Vergleich zu Freunden von Pflege? Also erstens ist immer der große Unterschied, dass die Haut von Männern komplett anders ist als wie die von Frauen. Das ist auch, glaube ich, ein Mitgrund, warum Männer immer sagen, ach, ich brauche keine Pflege, weil die doch eine viel dickere, robustere Haut haben, die viel mehr körpereigenen Talg produzieren und von dem her einfach die Haut viel robuster ist gegenüber diesen sämtlichen exogenen und endogenen Faktoren, wie wir zuerst besprochen haben. Und was aber man schon sieht, ist, dass sie trotzdem nicht gefeit sind vor Umwelteinflüsse, eben wie es UV-Licht, eben wie dieses Blaulichtstress, Umweltverschmutzung und so weiter. Und bei den Männern sieht man dann halt schon sehr häufig, also vor allem die dann zum Teil schütteres Haar haben und so weiter, dass sie relativ häufig oder mehr drunter leiden unter Hautkrebs. Also vor allem dieser weiße Hautkrebs, der ja hauptsächlich entsteht durch diese ständige chronische Sonnenbelastung. Und wenn die halt nie wirklich irgendwie Sonnenschutz verwenden oder Kappe verwenden und so weiter, sind die Männer oder leiden die Männer häufiger unter sogenannten Basaliomen, also unter diesem weißen Hautkrebs, als wie Frauen. Also das ist so ein Mitpunkt, wo ich sage, oder wo ich versuche, die männlichen Patienten davon zu überzeugen, dass auch sie zumindest einen Lichtschutzfaktor verwenden sollen, also Sonnencreme verwenden sollen, eben wenn es um diese Hautgesundheit geht. Und ansonsten zudem, man kann es relativ simpel halten. Also man muss jetzt einen Mann nicht zu einer Frau umfunktionieren, die diese 15 Schritte hat und so weiter. Aber man kann es relativ simpel halten und da gehört eben eine gute Reinigung dazu. Es gehört vielleicht, wenn sie es noch schaffen, ein Antioxidant dazu und dann eben eine Pflege mit Lichtschutzfaktor. Wenn es die Schritte, das sind drei, die sind sehr simpel, die können sie zu ihrer Zahnbürste dazustellen, damit sie es ja nicht vergessen. Ich glaube, das bringt fast jeder zusammen und dass man sie dann eben davon überzeugt, dass sie nicht nur diesen Aussehen der Haut was Gutes tun, vor allem der Hautgesundheit. Was ist denn der Unterschied zwischen weißem und schwarzem Hautkrebs?
Unterschied zwischen weißen und Hautkrebs ist relativ einfach erklärt. Der weiße Hautkrebs, sogenanntes Basaliom, entsteht, wie ich kurz angedeutet habe, durch diese chronische, lange Sonnenbelastung. Der weiße Hautkrebs macht sich bemerkbar, dass das oft im Bereich von sonnenexponierten Stellen ist, Gesicht, Kopfhaut, Handrücken, Hals, Dekolleté. Der macht sich oft bemerkbar, dass man so eine Stelle hat, die immer wieder mal schuppt oder rötet oder gerötet ist oder auch vielleicht blutet, die dann nimmer weggeht. Also das ist so eine Stelle, wo viele glauben, das ist von der Brille, dass man dort so eine Scheuerstelle hat oder bei der Kopfhaut oben, dass dort eine Kappe gerieben hat. Und wenn die dann nimmer weggeht, dann sollte man das wirklich mal anschauen lassen, dass dann der Hautarzt differenzieren kann oder diagnostizieren kann, ist aktinische Keratose, so eine Art Vorstufe oder tatsächlich schon ein Basaliom. Basaliom an sich ist bin da sehr vorsichtig, wenn ich einen Hautkrebs mit etwas Positivem assoziiere, aber das Positive am weißen Hautkrebs ist, dass er nicht streut, dass er wirklich in loco, das heißt dort, wo er wächst, bleibt und jetzt keine Metastasen macht, er streut nicht. Im Gegensatz eben zum schwarzen Hautkrebs. Der schwarze Hautkrebs, das sogenannte Melanom, ist ein sehr, sehr aggressiver Karzinom, sehr aggressiver Krebsart, die schnell streut, die schnell in die Tiefe wächst, die streut vor allem in Lymphknoten, in Knochen, in Gehirn und so weiter, ist meistens verursacht durch intermittierende Sonnenbelastungen, massive, exzessive Sonnenbelastungen, vor allem Sonnenbrände. Da kommt es eben zu dieser DNA-Schädigung und durch diese DNA-Schädigung kann es zur Entwicklung von schwarzen Hautkrebs kommen. Wahnsinnig vorsichtig muss man sein, vor allem bis zum 18. Lebensjahr. Das unterschätzen immer wieder viele. Also, dass eben wirklich diese Determination von diesem Hautkrebs, dass es zu diesen DNA-Schädigungen kommt, ist vor allem die DNA sehr, sehr empfindlich bis zum 18. Lebensjahr. Deswegen muss man vor allem bei den Kindern so extrem vorsichtig sein und dahinter sein, dass die dementsprechend von der Sonne geschützt sind, dass es zu keinen Sonnenbrand kommt, aber eben auch im späteren Alter, dass es wirklich zu diesen massiven, ausgeprägten Sonnenbränden nicht kommt, weil das dann eben zu einer DNA-Schädigung führen kann und im weiteren Sinne dann zu Hautkrebs, zum schwarzen Hautkrebs. Das heißt, würdest du auch bei Kindern empfehlen, die wirklich jeden Tag einzuschmieren? Täglich jein, weil die Kinder meistens eben von Textilien geschützt sind oder meistens eben dann auch eine Kappe aufhaben oder so. Also ich bin relativ dahinter. Wo man wirklich aufpassen soll, ist dann wirklich, wenn so die Sonne stärker wird, so wie es jetzt ist im Frühsommer und so weiter, dass man dann, wenn sie einmal ein kurzes T-Shirt anhaben, wenn sie einmal im Garten, im Kindergarten, in der Schule mal rumlaufen, dass man wirklich zumindest diese sonnenexponierten Areale wie Gesicht, Unterarme, Handrücken, die würde ich schon einschmieren, die würde definitiv schützen. Mhm. Ja. Also gleich in die Routine mit aufnehmen. Ja. Und auch wenn es manchmal gar nicht so leicht ist, Kinder einzuschmieren. Also ich bin ein klassisches Dermatologenkind, der bis glaube ich 5 oder 6 war, geschrien hat, wenn ich denn nur annähernd mit einer Sonnencreme gekommen bin und einschmieren wollte. Aber da hat es leider seitens Mami und Dermatologin keine Erbarmen gehen, weil ich halt da doch immer an die Zukunft gedacht habe und das geht vor. Die Auswahl, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zur Pflege, die ist ja eigentlich nicht enden wollend, hat man das Gefühl. Ja. Wie findet man am besten denn das passende Produkt für einen selbst? Am besten, ohne irgendwelche Werbung zu betreiben für uns Dermatologen, dass man wirklich da einen Facharzt fragt diesbezüglich, weil auch hier wir zum Teil, wenn man sie nicht wirklich eingehend mit dem beschäftigt, auch wir zum Teil fast überfordert sind, weil, wie du sagst, es ist ja ein Meer, eine Flut an Produkten, die es da draußen gibt und man dann nicht wirklich weiß, was soll ich jetzt wirklich verwenden und nur weil mir die Freundin das empfohlen hat, muss nicht heißen, dass das für meine Haut auch gut ist, weil eben wir sehr individuell sind, die Hauttypen sehr, sehr individuell sind und dementsprechend dann die Hautpflege angepasst werden muss. Und, also Punkt 1, dass man da wirklich immer schaut, was habe ich eigentlich für einen Hauttyp, was ist gut für mich, welches Geschlecht bin ich, welches Alter bin ich und so weiter, dann kann man dementsprechend schon mal gut beraten. Und dass man eben auch, und das ist mir sehr, sehr wichtig, auf wissenschaftlich bewiesenen, evidenzbasierten Produkten und Inhaltsstoffen zurückgreift. Weil es bringt mir nichts, dass ich bin
wirklich kein Fan, und ich sage jetzt ganz ehrlich, so wie es ist, von sämtlichen Stars, die jeder nach der Reihe irgendeine Produktlinie rausbringen. Ist nett und ist schön, arbeiten zum Teil schon mit Experten und Wissenschaftlern zusammen, aber das Entscheidende ist nur immer der Inhaltsstoff, und da muss ich halt dann wirklich auf Studien zurückgreifen, auf evidenzbasiertes Material zurückgreifen, dass ich da dann Produkte verwende, Inhaltsstoffe verwende, die auch tatsächlich was bringen. Die Jahreszeit, in der wir jetzt sprechen, ist kein Zufall. Der Sommer startet nämlich bald, für viele heißt das ab in die Sonne, Sonne natürlich auch genießen. Und du hast jetzt schon sehr oft das Thema Sonnenschutz angesprochen. Also lass uns darüber sprechen und lass uns wirklich ausführlich darüber sprechen, damit keine Fragen hoffentlich offen bleiben. Wenn es jetzt darum geht, dass wir über Sonnenschutz sprechen, hätte ich aber eigentlich auch im Winter zu dir kommen können, oder? Weil du hast jetzt gesagt... Ja. Ja. Täglicher Sonnenschutz. Ja. Das heißt wirklich das ganze Jahr? Ja, sollte man machen. Ja. Jeden Tag. Jeden Tag. Egal, ob es bewölkt ist, ob es regnet, ob es schneit, sollte man zumindest im Gesicht, was ja immer dem UV-Licht ausgesetzt ist, Sonnenschutz verwenden. Ich kann es natürlich im Winter reduzieren, dass ich einen Sonnenschutzfaktor 20, 30 verwende, muss ich nicht unbedingt den 50er verwenden, aber man soll täglichen Sonnenschutz verwenden. Aber auch hier muss ich ganz ehrlich wieder sagen, man sollte das alles sehr menschlich halten und man sollte die Kirche im Dorf lassen, wie man so schön sagt bei uns am Land. Also wenn ich einmal ganz kurz rausgehe und die Zeitung hol oder im Winter 5 Minuten draußen bin, weil ich mit dem Hund die Gasse gehe und ich mal von Sonnenschutz vergesse, was auch mir tatsächlich passiert, also man muss dann wirklich sehr menschlich bleiben, dann ist das jetzt nicht fatal, dann hat es keine fatale Auswirkung, aber je mehr ich mich schütze, umso besser. Wenn ich jetzt nur unter Anführungszeichen zum Beispiel im Büro sitze, wo aber Fenster um mich herum sind, was empfiehlst du dann? Sonnenschutz. Okay. Ja, weil auch durch die Glasscheiben UVA-Licht dringt und UVA-Licht vor allem für eben Hautkrebsverursachung dementsprechend eine große Rolle auch spielt und auch für die Hautalterung. Wenn wir auch das ansprechen, weil das ist oft leider ein Punkt, wo die Patienten hellhöriger werden als wie vor der Gesundheit, warum auch immer. Aber wenn ich dann sage, okay, da altert die Haut, dann denken viele um und sagen, okay, soll ich vielleicht doch Sonnenschutz werden. Ist die Schönheit dann eher der Trigger? Ja, interessant. Ja, sehr oft. Okay, also täglich, wenn wirklich viel Sonne ist, 50er. Ansonsten kann man reduzieren, auch wenn man sich drinnen aufhält, wenn man mal kurz rausgeht, aber nicht hysterisch werden. Genau. Okay, wie viel denn eigentlich? Weil manchmal sehe ich so gut gemeinte Tupfer, so fast schon homöopathische Dosen, wo man denkt, das ist, weiß nicht, ob das jetzt wirklich überhaupt irgendwas bringt. Wie viel muss ich mir denn draufschmieren? Eine relativ einfache Regel ist die sogenannte Fingerregel oder Teelöffelregel, die man befolgen kann. Auch hier sei dazu gesagt, alles mit einer gewissen Menschlichkeit betrachten, weil eben diese Empfehlungen kommen, wo man wirklich getestet hat, auch getestet hat, dass das wirklich robust und standhält gegenüber Wasser, gegenüber Abreibungen und so weiter und so fort. Aber diese Fingerregel ist eine sehr einfache Faustregel, das heißt 2 Fingerlängen, Zeigefinger, Mittelfinger fürs Gesicht an Sonnencreme, also eben so eine dünne Linie auf diesen Bereich auftragen. Wenn man sagt, man macht Gesicht, Hals und Dekolleté, nehme ich nur den dritten Finger dazu, auch den Ringfinger, dann haben wir Gesicht, Hals, Dekolleté mit ausreichender Menge geschützt. Körper kann man sagen, so Pi mal Daumen für den ganzen Körper 6 Teelöffel. Das ist jetzt so eine Menge, wir brauchen jetzt nicht hinstellen und genau 6 Teelöffel immer dementsprechend abmessen, aber vielleicht, dass man es wirklich die ersten 1, 2, 3 Mal testet, wie viel Menge ist es. Fingerregel ist relativ einfach, Teelöffelregel würde 2, 3 Mal im Bereich der Handfläche testen und dann weiß, wie viel Sonnenschutz, dass ich für den Körper dann ausreichend brauche. Und nicht vergessen die Öhrchen zum Beispiel. Spiel oder so. Und so Klassiker Stellen, genau. Nacken, Ohren, Scheitel oben, wo man sich den Scheitel zieht, Dekolleté, Knöchel, Handrücken, ganz, ganz wichtig, Unterarme, das sind so die Klassiker, die man sehr oft vergisst. Wenn wir jetzt mal zusammen so ein bisschen in die Haut eintauchen, so richtig einwirken wir beide, angenommen, es war ein Sonnenbrand vorhanden, was passiert denn dort dann in der Haut, in den tieferen Strukturen? Jeder Sonnenbrand ist so ein Hilferuf, ein Hilfeschrei von der Haut. Also jede einzelne Rötung, stärkere Rötung, die kurz bestehen bleibt, also nicht eine Rötung, dass ich gehe in die Sonne und aufgrund von der Wärme bin ich rot, weil es mehr durchblutet ist, sondern eine Rötung, die
bestehen bleibt, auch wenn es nur kurz ist, also der Klassiker ist, ja, das ist rot, aber morgen ist eh braun, ist jedes Mal ein Hilferuf der Haut und ist jedes Mal oder setzt jedes Mal eine Entzündungskaskade in Gang. Und diese Entzündungskaskade führt eben dann einerseits zu der Entzündung, das ist so diese Akutreaktion, aber auch diese lange Reaktion, diese chronische Reaktion, die man dann hat, ist die Schädigung der Hautzellen. Eben einerseits die DNA, wie wir vorhin besprochen haben. Es greift aber auch sämtliche Hautstrukturen, Hautsubstanzen an. Das Kollagen wird abgebaut, das Kollagen wird zersetzt, Hyaluron geht verloren, die Hautbarriere wird geschädigt, also eben diese Hautbarriere, die wir brauchen, um sämtlichen Einflüssen schützen zu können, wird dementsprechend belastet und reduziert. Und eben dieser Entzündungsprozess an sich hinterlässt immer gewisse Spuren in der Haut. Und du hast gesagt, gerade als Kind muss man besonders aufpassen. Ja. Das bedeutet, unsere Haut merkt sich das. Ja. Wenn der Sonnenbrand vorbei ist, ist aber trotzdem ins Gedächtnis eingebrannt. Jeder einzelne Sonnenbrand ist fest verankert in der DNA, in den Hautzellen und kann dann im schlimmsten Fall eben wirklich zu Hautkrebs führen. Wie erkenne ich den schwarzen Hautkrebs? Wenn ich selber zu Hause stehe und mir denke, das schaut aber komisch aus, diese eine Stelle, worauf kann ich dann gleich einmal achten? Also Hautkrebs geht sehr häufig von Muttermalen aus, muss aber nicht immer von Muttermalen ausgehen. Es gibt Hautkrebs, also vor allem schwarzen Hautkrebs, der relativ schnell auftritt. Das heißt, innerhalb von 1, 2, 3 Monaten irgendwo ein Punkt ist, ein Punkt wächst, der relativ dunkel ist und bizarr geformt ist und so weiter. Selber kann man zu Hause, dass man so ein bisschen selber dieser Skin-Checker ist, manchmal einerseits die ABCDE-Regeln nachvollziehen, dass ich sage, ich schaue mir meine Muttermale, ich schaue mir meine Veränderungen der Haut an, wie ist eben A, die Asymmetrie, ist es asymmetrisch ist es symmetrisch, B, die Begrenzung, C, Color, also die Farbe, ist es einfärbig schön braun oder hat es so verschiedene Farben, schwarz, rot, weiß, gräulich. D ist der Durchmesser, also dass man wirklich sagt, alles, was so ein bisschen größer ist, dass man darauf achtet, muss aber nicht immer heißen. Es gibt auch sehr, sehr kleine Melanome, die wirklich einen Millimeter groß sind und ein Melanom sind. E ist die Erhabenheit, ob es erhaben ist. Das kann man selber zu Hause machen. Es gibt mittlerweile schon relativ gute Apps, Tools dafür. Würde jetzt keines nennen, weil ich jetzt bei keinen 100% dahinter stehe, aber besser noch ein App zu machen, als gar nichts zu machen. Und das Entscheidendste ist eben diese routinemäßige, jährliche oder wenn's eine positive Familienanamnese gibt. Das heißt, wenn in der Familie Hautkrebs bereits aufgetreten ist, dann sollte man es halbjährlich oder sogar vierteljährlich machen. Diese wirklich routinemäßigen Hautkrebsvorsorgeuntersuchungen beim Hautarzt. Das ist das A und O. Und Hautkrebs ist nichts Seltenes. Jeder zehnte Österreicher, jede zehnte Österreicherin ist betroffen im Laufe des Lebens von einer Art des Hautkrebses. Mhm. Wir sind jetzt Kinder der 80er und 90er. Ja. Wir haben alle mal einen Sonnenbrand gehabt. Da war das Bewusstsein einfach noch ganz ein anderes. Zeigt sich das jetzt bei dir in der Praxis? Ja. Also einerseits, dass Hautkrebs in den letzten Jahren massiv zugenommen hat. Also das sieht man, wie du richtig sagst, die klassischen Kinder der 80er, 90er Jahre, auch wenn man die Generation von den Eltern anschaut, diese Nachkriegsgeneration, wo das einfach absolut en vogue war und signalisiert hat, dass man sich was leisten kann, wenn man gebräunt ist. Und also da ist ja wirklich unter Anführungszeichen Schindluder getrieben worden, hoch 10, da Tiroler Nussöl und Melkfett. Und ich weiß von meinen Eltern selber, die da wirklich sie von oben bis unten eingeschmiert haben, dass sie je brauner waren, umso mehr das gewisse Attraktivität signalisiert hat und so weiter. Und das sieht man schon, dass die heute jetzt eben, dass der Hautkrebs in den letzten 15 Jahren massiv zugenommen hat, auch in unserer Generation noch. Ich weiß noch, wenn wir baden gegangen sind, da hat es nicht wirklich Sonnencreme gegeben. Und wenn es eine Sonnencreme gegeben hat, dann war das mit 4 oder 6 Lichtschutzfaktoren. Das war schon so, wow, wenn du 8 gehabt hast, dann warst du sowieso der Außenseiter, weil du so einen hohen Sonnenschutzfaktor gehabt hast. Und das macht sich jetzt definitiv bemerkbar, ja, leider. Der Sonnenschutzfaktor gibt an, wie viel länger man in der Sonne bleiben darf. Genau, das kann man multiplizieren. Eben die Haut an sich hat Eigenschutzzeit, das ist natürlich unterschiedlich, ob ich ein hellerer Hauttyp bin oder ein dunkler Hauttyp bin. Und diese Eigenschutzzeit kann ich multiplizieren mit dem Sonnenschutzfaktor. Das heißt, ich habe 6-fach höheren Schutz, 30-, 50-fach höheren Schutz.
oder Schutzzeit. Wir sind beide sehr helle Typen. Mhm. Was haben wir für eine Eigenschutzzeit? Wie viele Minuten gehen sich da aus? Sehr gering, maximal wahrscheinlich so 10 bis 12 Minuten maximal. Das summiert sich ja, gell? Wenn man denkt, man geht nur mal kurz raus. Du hast gesagt, Zeitung holen mit dem Hund raus, dann geht man doch noch mal einkaufen, dann muss man doch noch mal zum Parkplatz oder sonst. Und das zählt ja alles zusammen. Ja. Ich habe mal gehört, das hat mich wahnsinnig schockiert fast schon, dass man auch Hautkrebs im Auge haben kann, weil natürlich auch dort Häute vorhanden sind. Daran habe ich ja überhaupt noch nie gedacht. Ja, wie du richtig sagst, das sind Häute. Das ist auch der Grund, warum ich und ich finde es als, oder ich sehe es als obligat, dass man sich dann dementsprechend erkundigt, wie die Mundschleimhaut ausschaut. Also da muss man eng zusammenarbeiten, interdisziplinär mit Zahnärzten, mit Gynäkologen, dass man sich erkundigt, wie schaut die Mundschleimhaut aus, wie schaut die Vaginalschleimhaut, Genitalschleimhaut aus, ob dort irgendwelche Pigmentverschiebungen, Pigmentveränderungen sind. Sind auch die obligatorischen Fragen, die jeder meiner Patienten gestellt bekommt. Die wundern sich dann manchmal, warum ich frage, was der Gynäkologe bei der letzten Untersuchung gesagt hat, gehört aber dazu. Aber wie du auch richtig sagst, es gibt leider auch maligne Melanome im Bereich von Schleimhäuten, Häuten, wo man nicht dazu kommt. Das sind, wie du richtig sagst, im Bereich vom Auge, das kann sein im Bereich von Rückenmarkschleimhaut. Einen sehr jungen Patienten, den ich verloren habe an maligner Melanom, der hat es zum Beispiel dann gehabt, das hat man bei der Obduktion dann erst entdeckt, im Bereich vom Gehörgang. Also das Gottes war ein Ding der Unmöglichkeit, dass man das sehen hat können. Aber auch hier möchte ich nicht zu viel Angst und Panik da jetzt machen, aber weil das sind halt wirklich, ich sehe das als Schicksal dann, weil das kann man nicht im Vorhinein irgendwie kontrollieren. Da kann man sich auch nicht schützen vor. Nein, da kann man sich nicht schützen und gar nichts. Aber ja, de facto gibt es auch dort leider maligne Melanome. Also generell Kontrollbesuche, regelmäßige, bei vielen Fachrichtungen machen Sinn. Ja, wie gesagt, auch hier keine Panik mache, weil in sehr, sehr, sehr hohen Prozentanteil geht es wirklich im Bereich von der Haut aus, die man gut begutachten, dann, die man gut kontrollieren kann. Und wenn ich da Prophylaxe und Prävention betreibe, dass ich eben wirklich regelmäßig zu meinem Hautarzt gehe, so wie zum Zahnarzt oder zum Gynäkologen, dann bin ich da schon mal ein bisschen mehr an der Safe Side. Kannst du eigentlich noch am Strand liegen, so privat? Und um dich herum sind Menschen, die mehr rot als braun sind. Hältst du das aus? Ja, ich halte es aus. Und ja, auch hier, ich bin da immer sehr ehrlich und sehr direkt. Ich liebe es auch im Sommer einfach wirklich einmal am Strand zu liegen und die Sonne zu genießen. Ich bin immer geschützt, das ist definitiv. Ich vermeide diese extremen Hitzestunden von 12 bis 3, dass ich mich da wirklich in die pralle Sonne aussetze. Aber ja, auch ich liebe die Sonne und bin gerne mal in der Sonne. Aber wie du richtig sagst, es blutet dann schon das Herz, wenn ich dann am Strand liege. Und also am meisten blutet es tatsächlich über das Thema, was wir gerade gesprochen haben, wenn ich dann Kinder sehe, die gerötet sind. Weil das ist was für mich gewisse Fahrlässigkeit zu tun hat, weil ich weiß, was mit den Kindern passieren kann. Und da sieht man leider viel zu viele. Also es ist egal, wo man da ist, ob es bei uns im Freibad in Österreich ist oder vor allem auch in Lignano in Italien, klassischen Hausmeisterstrand, sind so wahnsinnig viele Kinder, die immer wieder von oben bis unten rot wie ein Krebs sind. Und das, da blutet das Herz sehr. Weil wenn ein Erwachsener dort liegt mit Sonnenbrand oder sonnengegerbter Haut, wirklich so diese Lederhaut, diese braune, dann denke ich mir einfach, okay, du urteilst über dich selber, wie dein Weg weitergeht, aber bei den Kindern blutet es mir sehr. Da bin ich oft, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, aber da bin ich oft kurz davor, dass ich einfach eine Sonnencreme schnappe und als Dermatologin habe ich viel Sonnencreme immer im Gepäck und zu den Eltern dann hingehe und sage, bitte schützen Sie Ihre Kinder. Sie ist so eine Spritzpistole, vielleicht aus der Ferne. Muss man aufpassen. Ist dir das schon mal passiert, dass du irgendwo gesessen bist und dann hast du bei wem gesehen, den du gar nicht kennst? Huch, da ist was man sich aber wirklich dringend anschauen lassen sollte. Ja. Noch nicht einmal. Also sicherlich 2-3 Mal im Bereich von Rücken oder auch Unterschenkel beim Mann und so weiter wird das mal detektiert. Und das war dann wirklich, wo ich meinen ganzen Mut, weil ich bin ein bisschen schüchtern manchmal, aber da habe ich echt meinen ganzen Mut zusammengenommen und gesagt, okay, du gehst jetzt hin und versuchst auf sehr galante Art und Weise ihn zu fragen, wann er das letzte Mal eben Untersuchung gehabt hat oder ob er überhaupt schon mal bei einem Dermatologen war. Es ist nicht unhäufig, dass viele eben das noch nie gehabt haben in ihrem Leben. Und habe ihn dann
die Patienten oder Patientin darauf aufmerksam gemacht, dass sie doch einen Hautarzt aufsuchen sollten und sie das wirklich anschauen lassen sollten. Vielleicht, nachdem dieser Podcast rausgekommen ist, vielleicht steigt die Quote an Kontrolluntersuchungen in nächster Zeit. Ich hoffe. Wir uns natürlich drüber. Eine Frage ist im Vorfeld noch aus meinem Umfeld aufgepoppt, und zwar Sonne und Vitamin D. Das ist ja ein Vitamin, das durch die Sonne gebildet wird, wichtig ist für Knochen, für Zähne. Wie funktioniert das denn jetzt, wenn wir uns immer schützen und eigentlich die Sonne gar nicht mehr so richtig hinkommt? Also das ist genau das, was wir vorher angesprochen haben. Wir sind nicht täglich von oben bis unten 100% von der Sonne geschützt. Das heißt, wir haben nur immer ausreichend UV-Licht, was eben die Vitamin-D-Produktion ankurbelt. In unseren Breitengraden ist diese Vitamin-D-Produktion sowieso an sich bei sehr vielen zu wenig und reduziert, weil es eben doch häufig grau in grau ist. Und wenn man jetzt rausschaut, ist ja furchtbar Mitte Mai und es ist grau in grau und Regen und so weiter. Da kommt gleich eine Sirene. Also, da kommt gleich ein Alarm. Also von dem her ist die Vitamin-D-Produktion sowieso oft reduziert und auch sehr, sehr häufig dieser Vitamin-D-Mangel in unseren Breitengraden. Natürlich, wenn ich sehr gut geschützt bin, reduziere ich schon bis zu einem gewissen Grad. Aber auch hier stellt sich die Frage, Vitamin-D zu supplementieren ist sehr einfach. Also es gibt so viele Präparate mittlerweile und Tropfen. Und da ziehe ich das definitiv vor, gegenüber, dass ich riskiere, an Hautkrebs zu erkranken. Also ganz einfach beantwortet. Liebe Kerstin, jetzt haben wir viel über Gesundheit gesprochen. Ich finde, jetzt müssen wir mal ein bisschen leichtere Themen auch zwischendurch ansprechen. Ein ganz wichtiges Thema. Was macht denn ein gutes Leben für dich aus? Darum dreht sich ja unser Podcast. Wann bist du glücklich? Was brauchst du dafür? Das Leben hat mir das sehr, sehr gezeigt, die letzten 2, 3 Jahre, muss ich ganz ehrlich sagen, dass diese wichtigen Dinge, die ich schon immer als die wichtigsten Dinge angesehen habe, dass sie die nochmal verändert haben von der Wichtigkeit her. Und ein gutes Leben und ein glückliches Leben macht einfach, auch wenn es Floskeln sind, die man immer wieder hört, Gesundheit, Familie und Freunde und einfach dieses, wenn das alles passt, dieses einfach zu wertzuschätzen, dass man das hat, weil das sind wirklich die größten, unbezahlbarsten Güter auf der ganzen Welt. Und das macht ein glückliches Leben aus. Also alles andere kommt dann mit sich. Und auch ich habe immer wieder Tage dabei, wo ich so resilient geworden bin und mir das Leben so viel gelehrt und gezeigt hat die letzten 2, 3 Jahre, dass ich mal einen Tag dabei habe, wo ich wieder sudern und jammern und mir Sachen aufregt, weil ich mir denke, Gott, das ist ja völlig egal und völlig wurscht. Aber wie gesagt, wenn man dieses große Privileg hat, dass man selber und die Familie und die Freunde gesund sind und das eben auch hat, das ist das glückliche Leben. Ganz einfach. Und dann kommt das Strahlen von ganz von selbst. Ja, genau. Wie pflegst du denn eigentlich deine Haut? Unter diesem KISS-System, also Keep It Simple, aber mit die Produkte, also die wenigen Produkte, die ich verwende, schaue ich, dass sie sehr hochwertig sind, nicht hochpreisig, sondern hochwertig, dass ich achte auf die richtigen Inhaltsstoffe, die drinnen sind, wie wir zuerst gesagt haben, dass die eben auch den wissenschaftlichen Effekt gezeigt haben. Und die Klassiker, die ich gerade gesagt habe, reinigen, Antioxidantien, Niacinamide, bin ich ein Riesenfreund davon, also das Vitamin B3 und Sonnenschutz eben und am Abend oft ganz gern so ein bisschen was Reparierendes, Regenerierendes für die Haut, eben auch hier im Bereich Niacinamide ist ein ganz guter Inhaltsstoff. Relativ einfach, aber die wichtigsten Dinge habe ich jeden Tag dabei. Und irgendwelche Peelings, Needlings, was für Sachen hast du da selber schon ausprobiert? Alles, tatsächlich alles. Ich glaube, das muss man bis zu einem gewissen Grad, dass man danach mit voller Empathie die Patienten dementsprechend was empfehlen kann. Wobei ich eine sehr empfindliche Haut habe, sehr helle Haut habe. Das heißt, alles, was zu scharf ist und was zu exzessiv ist, ich leide auch unter Rosatia, diese klassischen Rötungen, diese roten Äderchen, die roten Wangen, da muss man sehr vorsichtig sein mit zu aggressiven, zu exzessiven erstens Treatments, also eben ganz ein starkes Peeling würde bei mir nicht gut enden und ebenso auch bei den Produkten, dass man dann darauf achtet, also alles, was zu scharf ist, zu aggressiv ist, dass ich das eher verneine. Bei meiner Haut. Es funktioniert bei manchen anderen Patienten
wahnsinnig gut. Du bist ja auf ästhetische Medizin spezialisiert, wirst in der Presse auch als Beauty-Doc oder ich habe gefunden Dr. Glow, hat mir sehr gut gefallen. So wirst du bezeichnet. Kannst du mit diesen Titeln etwas anfangen? Ehrlich gesagt nein, weil eben gerade diese Beauty-Doc und Dr. Glow ist ganz nett, aber das ist so negativ assoziiert und das, ich finde, das degradiert sehr oft diese Ausbildung, die wir hinter uns haben und auch im Bereich ästhetischer Medizin. Also das ist das, auf das ich sehr plädiere in letzter Zeit, dass man sehr wohl auf das achten soll, wo ich mir, wenn ich möchte, ästhetische Eingriffe machen lasse, weil da auch, man glaubt es nicht, so extrem viel Wissenschaft dahinter steckt und auch Erfahrung und Expertise dazugehört, weil ich sehe wahnsinnig viele Patienten bei mir tagtäglich, die mit Komplikationen zu mir kommen, weil sie vielleicht irgendwo mal schnell Botulinumtoxin oder ein Füllerspritzen haben lassen von jemandem, der diese Ausbildung nicht hat. Und von dem her bin ich da, also nicht, würde ich mich selber nicht als das bezeichnen, sondern eher als Facharzt im Bereich ästhetischer Medizin. Und da gehört ihm so viel mehr dazu, als wie nur kurz einmal irgendwo ein bisschen Lippen aufspritzen. Eben, wie gesagt, die Gesundheit steht an oberster Stelle und eine gesunde Haut ist eine schöne Haut. Und wenn ich keine gesunde Haut habe, die eben gesund an sich ist, dann ist es sehr schwierig, dass ich generell Schönheit erreiche. Also das steht an erster Stelle. Und das Wohlgefühl? Mhm. Und da gehört eben auch dazu, dass man sich in den Spiegel schaut und glücklich ist mit dem, was man sieht. Ja, lass uns oft nicht so leicht. Ja, nein, und auch sehr tagesabhängig, natürlich. Lass uns doch mal einen kleinen Beauty-Word-Rap machen, weil es gibt irgendwie da so viele Stichwörter, die herumkursieren und die meisten schon einmal gehört haben. Und da würde mich interessieren, was dir dazu einfällt. Okay, los geht's. Wir fangen an mit Peelings. Peelings, gibt es verschiedene Peelings, es gibt mechanische Peelings, es gibt chemische Peelings, es gibt enzymatische Peelings, also hier sieht man wieder die Bandbreite der Dermatologie sehr, sehr breit. Peelings an sich, wie der Name schon sagt, peelt diese oberflächlichen abgeschorbenen Hautschüppchen ab, auf welche Art und Weise auch immer, damit eben diese gesunden, frischen Zellen unten nachkommen. Man hilft der Haut so ein bisschen beim Abschilfern der abgeschorbenen Hautschüppchen, das verlangsamt sie nämlich ab dem 25. Lebensjahr mittlerweile schon, weil der klassische Turnover von diesen Keratinozyten, von den Hautzellen, ist normalerweise alle 28 Tage, der wird aber ab dem 25. Lebensjahr immer langsamer und immer träger und wenn ich dann von außen so ein bisschen Nachhilfe habe und jemanden habe, der das unterstützt, eben im Zuge von Peelings, dann ist das eine gute Sache. Ich habe ein Peeling zu Hause, das muss dann eine Fruchtsäure sein, das Kürbis drinnen oder Gemüsesäure. Okay. Das riecht so gut, das möchte ich mal aufessen. Okay. Das ist eine Nebenwirkung, oder? Dass man dann Hunger bekommt beim Peeling. Ja, muss man aufpassen, dass die richtigen, Geruchsstoffe oder Duftstoffe sind, dass da eben keine drinnen sind, sondern nur natürliche. Sollte man mal drauf achten. Ah, spannend. Ja. Bis jetzt hat es hier gut gerochen, aber ich lasse dich da mal drüber schauen. Was fällt dir ein zu Klassiker Botox? Erstens, dass man es als Botulinumtoxin bezeichnet, weil Botox ist nämlich ein geschützter Name von einer Pharmafirma, die sie die schützen hat lassen. Botulinumtoxin ist, wie der Name schon sagt, ein Toxin, aber es ist jetzt nicht so negativ behaftet, ich würde es eher als Protein bezeichnen, was ganz einfach die Signalübertragung von Nerv auf Muskel dementsprechend kurz blockiert oder reduziert. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte gern böse schauen, dann blockiert eben dieses Protein die Signalübertragung, dass sie der Muskel dann zusammenzieht und somit kommt es zu einer Relaxion von der Gesichtsmuskulatur, bitte zu keinem Lahmlegen der Gesichtsmuskulatur, sondern eher zur Reduktion von der Mimik und somit habe ich eine gewisse Prophylaxe, dass ich dann dort, wenn ich weniger Mimik habe, Falten einfurchen können. Wie Klassiker, die Zornesfalte. Also Botulinumtoxin ist ein Gift und zwar das stärkste, oder? Das wir kennen sogar, oder? Toxin ist ein sehr, also das Botulinumtoxin ist ein sehr, sehr potentes Gift, ja. Also man könnte da... Von Bakterien produziert? Von Bakterien produziert, genau, richtig, von Bakterien produziert. Gezüchtet chemisch wird es von Pilzen, also von Pilzstämmen. Und man kann sich dieses Protein dann gewinnen. Und dieses Protein ist rein aus chemischer Sicht ein Toxin, ja, ein Gift.
Also das kann auch vorkommen auf natürliche Weise, zum Beispiel bei Konservendosen, ja, die nicht ganz gut sind, die sich dann so aufblähen. Ja. Aber wenn man das dann zu sich nimmt, nämlich in den Magen, dann wird man das nicht mehr erleben. So ist man ja draufgekommen, dass man früher eben klassische Würste, Dauerwürste, die dann eben gegärt sind und dieses Toxin entwickelt haben, dass Patienten dann dort an dem verstorben sind, weil sie eben die Atemmuskulatur und die ganze Schluckmuskulatur lahmgelegt haben und so sind sie daran verstorben. Man muss aber keine Angst haben, dass wenn man sich das spritzt, dass das dann irgendwo hinwandert. Nein, gar keine. Das ist in so geringsten Mengen, also da würde ich, dass ich einen Patienten damit wirklich umbringen kann, unter Anführungszeichen töten kann, würde ich wirklich so unglaublich viel Menge brauchen. Also das wäre wahrscheinlich ein LKW voll. Das würde wirtschaftlich gar nicht nur annähernd irgendwie dafür stehen. Da gibt es andere Arten und Weisen, dass es billiger ist. Wenn man das in einer anderen Podcast-Folge. Genau. Ich habe mal gesehen, ein Video von einer ästhetischen Medizinerin, die sich das selber spritzt. Mhm. Machst du das auch? Nein. Spritzt du dir das selber? Nein, ich mache es deswegen nicht. Ich meine, ich vertraue meinem Können und ich würde es machen, aber ich bin einfach ganz ehrlich so wahnsinnig wehleidig. Und ich will mir selber nicht wehtun. Schön zu hören von einer Ärztin. Und von dem her sage ich zu meinen Kollegen und Kolleginnen, bitte mach's mir schnell Augen zu und durch. Aber ich kann's nicht. Also ich bin da wirklich ein Schisser, ganz ehrlich. Nächstes Stichwort. Hyaluron. Hyaluron ist ein Molekül, ein Zuckermolekül, was ganz, ganz viel Wasser binden kann. Und durch dieses vermehrte Wasserbinden blustert es irgendwas auf. Deswegen fällt Hyaluron auch oft im selben Zuge mit dem Wort Filler. Das heißt, dass ich etwas auffüllen kann, wo ich ein Volumensdefizit habe. Klassiker ist zum Beispiel Nasolabialfalte oder wenn Patientinnen ein bisschen mehr Lippenvolumen haben möchten, dann kann ich das mit Hyaluronsäure dementsprechend auffüllen. Deswegen auch der Name Filler und ein bisschen was aufbauen. Wenn ich an Filler denke, dann muss ich muss es zugeben, auch immer wieder an so Hollywood-Stars denken, mit denen es schief gegangen ist. Und da sind ja welche, die wissen ja auch, wo sie hingehen. Die gehen ja nicht zu irgendwem und die haben auch das Geld. Und trotzdem, manchmal läuft es so schief. Was passiert denn da, wenn man da jemanden sieht und sich denkt, wer bist denn du? So hast du doch früher gar nicht ausgeschaut mit diesen Pausbäckchen. Was passiert da? Was geht da schief? Ja, da ist das Problem, dieses Body Dysmorphic Disorder Syndrom, also diese körpereigene Wahrnehmung, dass die einfach nicht mehr intakt ist. Man kann es relativ gut vergleichen, das können die meisten relativ gut nachvollziehen, ist zum Beispiel bei den Bulimie- oder Anorexie-Patienten, die nur immer vorm Spiegel stehen und dann sagen, oh mein Gott, ich bin eigentlich viel zu dick und dort ist noch Fett und dort ist noch Fett und die sind wirklich spindeldürr und brechen fast ab, aber sie nehmen sie ganz anders wahr. Und sehr ähnlich ist es bei den Gesichtern, dass sie oft nur wahrnehmen, dass dort noch ein Fältchen ist und dort ist nur zu wenig Volumen und dort falle ein, obwohl das eigentlich schon viel zu viel ist, das Ganze, dass sie anders wahrnehmen eben. Und da spielen vor allem unsere Gesellschaft, unsere schnelllebige Gesellschaft mit sämtlichen sozialen Medien spielen da leider sehr, sehr große negative Rolle, weil eben diese verzerrte Wahrnehmung auch eben aufgrund von diesen Filtern definitiv eine große Ursache spielt, dass man sie anders wahrnimmt oder nicht so als attraktiv wahrnimmt, weil eben kein Filter drüber ist. Und das sind alles Punkte, wo auch immer wieder Stars dann so mal dumm laufen, weil ich sage, es gehören da immer viele Faktoren dazu. Erstens der Patient an sich, aber wenn es der Patient nicht mehr so wahrnimmt, dann brauche ich zumindest Familie oder Freunde. Wenn sie dann auch nicht mehr so wahrnehmen oder sie sind nicht Sorgen dran, dann ist nur immer als allerletzte Instanz der Arzt derjenige, der sagen muss, okay, bis hierher und nicht weiter oder es ist genug. Das Problem ist, dass es leider nur immer viel zu viele Kollegen, Kolleginnen gibt, die an das nicht denken, die leider, wo das wirtschaftlich im Vordergrund steht und dann sagen, okay, das mache ich. Also denen ist dann relativ egal, wie die Patienten aussehen. Und das ist wurscht, ob das da bei uns ist oder am Land ist oder ob es in Hollywood ist. Mit welchen Wünschen schickst du Patientinnen weg? Alles, was übertrieben ist. Alles, was unnatürlich ist. Alles, was übertrieben ist. Alles, was ich persönlich nicht mehr als attraktiv und natürlich finde. Denen sage ich ganz klar, bis hierher und nicht weiter. Und das ich dann nimmer mache. Und wie gesagt, entweder sie akzeptieren es oder sie finden tatsächlich jemanden anderen, der das dann macht. Leider. Nächstes Wort im Wordrap.
Antioxidantien. Yeah. Es ist jetzt schon so oft gefallen. Bei manchen ist vielleicht immer noch das ein oder andere Fragezeichen da. Was ist so ein Antioxidant und was macht es Gutes? Dann nehmen wir das Wort an sich her und zerlegen es in Anti und Oxidanz. Also Oxidanz, oxidativer Stress entsteht durch diese ganzen Einflüsse, wie wir vorher besprochen haben. Und dieser oxidative Stress bildet freie Radikale und diese freien Radikale greifen unsere Haut, unsere Organe, die greifen alles an. Man muss sich vorstellen, das sind wie so Angreifer, die eben Gegner, die eben uns irgendwas Schlechtes machen möchten, also die Haut angreifen, zerstören. Und da sollte ich mich bis zu einem gewissen Grad schützen. Deswegen Antioxidantien, also Anti, dass ich ein Schutzschild habe, dass ich eine Art Körperpolizei, sage ich oft, oder Hautpolizei habe, die dann sagen, hey, ihr freien Radikale, du oxidativer Stress, du greifst mich jetzt nicht an. Und da brauche ich immer ein gewisses Schutzschild. Und das kann ich machen mit Antioxidantien seitens von Serien, in Seiten von Cremen, aber eben auch von innen, dass ich mich antioxidativ schütze, dass ich eben Supplements nehme oder eben auch über die Ernährung mir Antioxidantien zuführe. Also das, was ich mir heute ganz draufgeschmiert habe, das war Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C ist sind also Tropfen. Das Antioxidant, was eigentlich viele schon kennen und was die sehr, sehr gute, sehr hohe Wirkung hat, in Kombination mit anderen Antioxidantien, wie zum Beispiel Fluoratin oder die Ferulasäure oder Silimarin, das sind so klassische Antioxidantien, Vitamin E zum Beispiel ist ein Klassiker auch, kann ich das Ganze dann nur verstärken und verbessern. Wenn man eigentlich mal was gefunden hat, was man gut verträgt, soll man dann dabei bleiben oder ist die Haut immer gesättigt und dann herumswitchen? Nein, also das ist noch immer ein Mehr, dass man sagt, dass man eben Hautlinien, Hautprodukte immer wieder ändern soll oder adaptieren soll. Das stimmt nicht. Wenn ich ein Produkt habe, was sehr, sehr gut ist und gut wirkt und was ich gut vertrage, dann kann ich bei dem bleiben. Retinol, was ist denn das? Retinol ist Vitamin A, ein Derivat, was nichts anderes macht, als wie das diesen Abschilferungsprozess seitens von der Haut unterstützt. Also das ist im Endeffekt schon ein Inhaltsstoff, der auch leider nicht so Gutes anrichten kann, wenn es in die falschen Hände gelangt oder wenn es zu exzessiv oder nicht adäquat verwendet wird oder gebraucht wird. Aber sonst ist das sehr, sehr Gutes, ein sehr gut geprüftes, wissenschaftlich bewiesener Inhaltsstoff im Bereich der Dermatologie und auch im Bereich der ästhetischen Dermatologie, was eben diesen Abschilferungsprozess beschleunigt und dann diese gesunden, frischen, jungen Hautzellen von unten nachwachsen lässt. Und wenn du jetzt Vitamin A sagst, jeder, der schon mal schwanger war, horcht jetzt auf, weil Vitamin A ist gefährlich in der Schwangerschaft. Ja, Vitamin A ist ein Produkt mit Cremen, ist vielleicht nicht so schlimm, als wie wenn ich sage, zum Beispiel Ziskodan, eine klassische Vitamin-A-Kur bei unreiner Haut oder so weiter. Also ein Medikament zum Schlucken. Ein Medikament zum Schlucken, genau. Wo ich dann wirklich ganz, ganz vorsichtig sein muss, dass ich ja nicht schwanger werde, weil es eben zu negativen Folgen und Auswirkungen und Schädigungen vom Embryo kommen kann. Also deshalb, wenn man schwanger ist oder auch vielleicht in der Kindesplanung ist, würde ich auf Vitamin-A-Produkte definitiv verzichten. Also alle Retinol-Cremes eher beiseite lassen. Ja. Spätestens dann, wenn ich weiß, dass ich schwanger bin, absetzen. Das mache ich, wenn sich ein Pickelchen ankündigt. Was mache ich? Ich habe da schon so ein bisschen meine Waffen zu Hause. Gute Reinigung, antibiotisches Gesichtswasser. Es gibt so Blemish and Age Defense Serien, wo ein bisschen Salicylsäure drinnen ist und so weiter. Mit dem kann man es ganz gut handeln. Aber im Großen und Ganzen auch drüber stehen und drüber hinweg lächeln. Weil, mein Gott, es ist menschlich und jeder hat einmal einen Pickel. Und von dem her, wenn ich mich von dem unterkriegen lassen würde, nachdem, wie ich gesagt habe, viel gelernt habe in den letzten Jahren, dann habe ich irgendwas falsch gemacht, glaube ich. Drüber hinweg lächeln ist das Wichtigste. Und wahrscheinlich aber auch eher nicht dran herumdoktern, oder? Ja, zu Hause mit irgendwie schmutzigen Fingern und drücken und so. Okay, ich sage es jedem meiner Patienten, ich predige es jeden Tag, dass sie bitte die Finger davon lassen sollten. Und wie du siehst, habe ich da Kinn unten ganz klassisch. Nein, habe ich nicht gesehen, natürlich. Hast du nicht gesehen, gut abgedeckt. Aber klassisch hormonell bedingt so einen wunderschönen Feind da unten wieder. Und ich bin die Schlimmste diesbezüglich und tue dann selber rumdoktern und alles ganz, ganz furchtbar. Ist aber völlig umsonst, weil es ändert nichts, außer dass man
es provoziert, dass es Narben hinterlässt und dass noch schlechter wird das Ganze. Also Finger weg davon. Nicht mal die Frau Doktor darf herumdoktern. Nein, 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 nein. Apropos Finger weg von diesem Beauty-Trend. Finger weg von diesem Beauty-Trend. Oh mein Gott, es gibt so viele Beauty-Trends, wo ich die Hände über den Kopf zusammenschlage. Oh, so mega spontan. Slugging zum Beispiel. Also das ist das, wo man wirklich mit Vaseline die Haut zupappt. Weil was? Die Slugging? Slugging kommt von Slug oder Schleim, Schneckenschleim. Und im Endeffekt pappt man die Haut mit Vaseline zu, gibt drunter Inhaltsstoffe, weil durch diese Versiegelung, unter Anführungszeichen, es oder durch diesen okklusiven Effekt die Inhaltsstoffe drunter besser eindringen sollen. Aber das kann sehr negative Folgen haben, also dass man dann wirklich drunter Pickel entwickelt oder einfach auch Entzündungen, Ekzeme entwickelt. Also das ist ein klassischer Beauty-Trend, wo ich die Finger davon lassen würde. Beauty-Trend auch dieses Permanent-Concealer, also dass man im Bereich von Unterlider diesen Concealer sich tätowieren lässt. Da würde ich absolut die Finger davon lassen, weil es eben zu Granulombildungen führen kann. Und ja, mein Gott, da gibt's nur so viele. Fällt mir jetzt gar nicht so spontan was ein. Ne? Ich muss jetzt erstmal über diese Vaseline hinwegkommen. Ja. Sie ist zum Glück an mir vorbeigegangen. Und der letzte Beauty-Begriff, den ich noch habe, ist Kollagen. Und zwar denke ich da an Stars, Sternchen oder mittlerweile auch ganz viele andere Menschen, die sich Pulver in den Kaffee zum Beispiel rühren. Ja. Was ist damit? Hilft das? Kollagen an sich ist vielleicht wichtig, dass man weiß, dass das Stützprotein von der Haut ist. Das heißt, für die Hautfestigkeit sehr, sehr wichtig ist. Aber auch hier, und das missachten sehr, sehr viele, ist ganz entscheidend und ganz wichtig, dass man eine Balance wählt. Weil zu viel Kollagen, so wie es überall im Leben ist, als was extrem ist, hat einen negativen Effekt. Zu viel Kollagen macht nichts anderes als wie Narben. Ein starkes, hartes, derbes Narbengewebe ist zu viel Kollagen. Das heißt, ich muss da sehr, sehr vorsichtig sein, dass es nicht zu viel ist. Ich muss eine Balance schaffen zwischen dem Elastin, den elastischen Fasern und dem Kollagen. Also das ist was, was bis jetzt, bis dato noch kein Produkt geschaffen hat. Also es gibt bis jetzt kein Produkt am Markt, was eben diese Balance beachtet. Und das Zweite ist, es gibt noch kein oder fast kein Produkt am Markt, was diese ausreichende Kollagenmenge beinhaltet, dass es dann wirklich zum positiven Effekt im Bereich von der Haut führt. Also das sind zwei Sachen, die leider noch missachtet worden sind. Aber auch hier ist relativ viel in der Pipeline, wird relativ viel geforscht. Ich darf es nicht laut sagen, aber ich bin mit einem großen Forschungsteam auch hier dahinter. Wir haben da ganz viele Studien laufen, aber gut Ding braucht Weile und eben, dass man es dann wirklich auch mit Effekten, positiven Effekten belegen kann, braucht es seine Zeit. Deshalb auch hier drauf achten, was ist drinnen, was schlucke. Ist es nicht einfach irgendwie ein Hype-Produkt, wo wahnsinnig viele Geschmacksverstärker drin sind und Zusatzstoffe drin oder irgendwelche Farbstoffe drinnen sind, die ja meinem Körper eigentlich viel mehr Schaden zuführen, als wie Gutes tun, von dem wir auch hier wieder darauf achten und am besten mit dem Facharzt drüber sprechen. Danke für den Wordrap. Was ich von dir gerne noch wissen würde, du bist ja selbst auf Instagram auch sehr aktiv. Du hast 24.000 Follower, habe ich vorher gesehen. Mhm. Wie geht's dir denn als Hautexpertin, wenn du auf Insta herumscrollst und die Fotos, die manchmal nicht von dieser Welt scheinen, so betrachtest? Also dazu muss ich ehrlich sagen, dass mir eigentlich gar keine Zeit mehr bleibt, dass ich selber nur viel scrolle und schaue und durch diese Internetwelt surfe. Aber natürlich bleibe ich immer wieder mal hängen, schaue mir sehr viel von meinen Kollegen und internationalen Freunden die Stories und alles an und natürlich eben auch von den Stars und Sternchen oder von den großen Influencern, wie du richtig sagst. Und da bleibt man schon immer wieder mal bei Bildern hängen, wo man sich denkt, huh, da ist relativ viel gemacht worden oder relativ Filter oder Photoshop oder wie auch immer betrieben worden, was dann einfach nicht mehr der Realität entspricht. Aber, und das muss ich sehr positiv anmerken, dass in letzter Zeit schon immer mehr und mehr auf diese Natürlichkeit setzen, auf diese Menschlichkeit, auf diese Ehrlichkeit setzen. Und da sehe ich schon einen Trend, dass es mehr in die Richtung, Gott sei Dank, wieder geht. Zumindest in meiner Generation. Ich glaube, schwieriger sind eher diese ganz, ganz jungen Mädchen, wo immer noch ganz viel eben dieses unnatürliche Filterdasein betrieben wird oder Fotos dementsprechend gepostet werden, was fern der Oliven von Realität ist. Das ist ein bisschen schwieriger dann.
Also alle, die jetzt zuhören und sich manchmal denken, boah, so perfekt, das hätte ich auch gern. Gibt's ja nicht, ist fake. Na, ist fake. Absolut. Ist fake, fake, fake. Liebe Kerstin, vorletzte Frage. Mhm. Wenn du einen Wunsch an die Hautfee oder sagen wir mal eher an die Wissenschaft wahrscheinlich stellen könntest, für welches dermatologische Problem würdest du denn gerne eine Lösung haben oder was wäre so wirklich ein Meilenstein? Das schwarze Melanom, also schwarzer Hautkrebs, maligne Melanom. Definitiv, weil da gibt's unglaublich viel Fortschritte und viel Wissenschaft, aber trotzdem sterben viel zu viele Patienten immer viel zu früh und viel zu viele Patienten daran. Und da etwas zu entdecken und zu finden, was, also das sind vielleicht Träume oder Wünsche, aber eben Krebs heilen kann oder generell Krebs und auf einmal auch Hautkrebs heilen kann, das wäre mein absoluter Wunsch und mein Traum. Am Ende meiner Gespräche bitte ich meine GesprächspartnerInnen immer um eine Frage, die das Leben stellt. Das bedeutet eine Frage, die du als so wichtig erachtest, dass jeder, der uns jetzt zuhört, mal auf den Weg geht und eine ganz eigene Antwort darauf findet. Was wäre denn so eine Frage, die das Leben stellt für dich? Sehr, sehr, sehr schwierig, aber was mir so spontan einfällt, impliziert so ein bisschen vielleicht dass die Frage, die du mir gestellt hast und die dann selber wieder Frage draus basteln soll, ist wirklich dieser wahre Sinn des Lebens. Was ist wirklich der wahre Sinn des Lebens? Und das ist auch vielleicht nur so ein Floskel, aber gerade wenn man so ein bisschen geläutert wird vom Leben und viele Höhen und Tiefen durchleben darf, stellt sie trotzdem immer und immer wieder Frage, was ist wirklich der wahre Sinn des Lebens? Liebe Kerstin, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Die Patientinnen warten jetzt schon. Danke alles für das gut. Gespräch. Ich hoffe, dass alle, die uns zugehört haben, gut informiert sind, sich jetzt gut einschmieren, sich wohl in ihrer Haut fühlen. Genau. Ich freue mich auf Feedback von euch. Ihr dürft uns gerne Sterne geben und ich freue mich ganz besonders, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn es heißt Carpe Diem, nütze den Tag. Alles Liebe. Dankeschön. Danke auch. Alles Liebe. Dieser Podcast wurde präsentiert von Rauch Juice Bar und den neuen Juice & Oat Säften. Ab sofort im Kühlregal in den Sorten Apfeltraube Himbeere, Orange Mango Maracuja und Apfeltraube Kiwi erhältlich. Viel Spaß beim Probieren. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast@carpediem.live erreichbar. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle 2 Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpediem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Holger Potje. Im Gespräch über zukunftstaugliche Schulen mit Leadership-Experte und TED-Talk-Speaker Manfred Hückel.